Welches Buch meinst du? Ach, das habe ich schon gelesen, genau. Worum es nochmal geht? Worum es heute geht, könnt ihr ja schon der Überschrift entnehmen. Aber was sollen eigentlich diese durchschnittlichen Bücher sein? Fangen wir mal so an. Ich denke, ihr kennt das alle, wenn ihr ein Buch lest und total begeistert seid. Ihr sitzt da echt vor und seid hin und weg von den Charakteren, von der Handlung, von dem Schreibstil. Irgendetwas, es begeistert euch auf jeden Fall. Und wenn ihr das Buch beendet habt, seid ihr total glücklich, dass ihr dieses Buch überhaupt gelesen habt. Dann gibt es diese Bücher, die liest man und einem ist ziemlich schnell klar, dass man mit diesem Buch nicht mehr warm wird. Weil die Charaktere nerven oder die Handlung einfach gähnend langweilig ist. Und irgendwas regt euch tierisch auf, ihr wollt das Buch am liebsten packen und aus dem Fenster schmeißen. Und ich weiß ja, ganz viele von euch brechen solche Bücher direkt ab. Ist ja auch absolut in Ordnung, weil man möchte ja nicht unbedingt seine Zeit verschwenden mit etwas, was einem nicht wirklich gefällt. Ich freue mich ja immer, wenn ich so ein Buch habe. Warum? Na, weil ich da besonders gut gemeine Videos drüber drehen kann. Tja, und dann gibt es halt diese dritte Art von Büchern, die durchschnittlichen. Die, die irgendwie okay waren, nicht schlecht, nicht gut, die weder besonders herausragende Charaktere noch eine total tolle Handlung noch einen wunderschönen Schreibstil oder sonst irgendwas haben. Und das sind diese Bücher, die sind meiner Meinung nach eigentlich die gefährlichsten, weil die beendet man, stellt sie sich ins Regal und ein halbes Jahr später hat man keine Ahnung mehr, worum es in dem Buch überhaupt ging. Und ich habe gerade beim Durchsehen meines Regales festgestellt, dass ich doch einige solcher Bücher habe. Und wenn ich da mal näher drüber nachdenke, dann ärgert mich das total, weil da hat man Geld für ausgegeben, das hat man gelesen, hat man Zeit investiert und wie gesagt, man fand es nicht unbedingt schlecht, aber man hat auch nicht das Gefühl, dass man irgendwas von der Lektüre dieses Buches hatte. Und nur mal ein Beispiel zu nennen, weil es gerade griffbereit ist. Dark Love von Lia Havel. Das Buch fand ich wirklich nicht schlecht, als ich es gelesen habe. Ich fand es aber auch nicht besonders toll. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist gerade mal 1,5 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Und ich weiß nichts mehr von dem Buch. Wirklich nichts mehr. Also ich weiß noch, die Protagonistin verliebt sich in einen Zombie. Und beim Lesen habe ich immer gedacht, bah, wie eklig, der Typ ist grün, weil er tot ist. Aber mehr weiß ich nicht mehr. Irgendwie traurig. Sowas nervt mich total. Und wehe, ihr schiebt das jetzt auf mein Alter, dass ich nicht mehr weiß, worum es in den Büchern ging. So alt bin ich nun auch noch nicht. So, also schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für euch durchschnittliche Bücher sind und ob ihr auch irgendwie spontan eins habt, wo ihr sagen würdet, Gott, stimmt, das habe ich vor gar nicht so langer Zeit gelesen und weiß schon nicht mehr, worum es geht. Ansonsten, ich bastel schon fröhlich an meinem Sonntagsvideo. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Oh, und bevor ich es vergesse, wer noch nicht beim Gewinnspiel mitgemacht hat, ihr habt noch ein paar Tage Zeit. Nicht mehr lange, also macht schnell mit. Und ich wollte mich bedanken für eure ganzen Namensvorschläge für meinen Raben. Ich habe jetzt mal einfach durchgeguckt und ich finde, Flavia war eine super Idee. Deswegen wird der Rabe Flavius heißen. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ist ein Männchen. Und natürlich Edgar Allan Poe, da kommt man auch nicht ganz drum rum, deswegen Flavius Poe. Na, wie findest du deinen Namen?